Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, Folge, Staffel, Aufnahmesession von Geheimakte Thun. Guska, nachdem die heute Vormitträge, also die letzte Aufnahmesession, irgendwie fand ich nicht so von hoher Qualität brillierte, wollte ich jetzt mal wieder, wenigstens damit ich eine gute Aufnahmesession am einen Tag habe. Und wir waren ja immer noch damit beschäftigt, den Schlüssel aus der Kacke zu holen. Und wir hatten ja, brauchten ja irgendein Netz oder so. Und das dachte ich mir nämlich schon, dass das Der funktionieren Strumpf kann ist noch dann. relativ sauber. Anziehen möchte ich ihn zwar jetzt nicht mehr, aber eigentlich wollte ich das auch vorher schon nicht. Genau, und jetzt können wir ja die Scheiße da reinlaufen lassen. Glaube kaum, dass der Strumpf den anströmenden Wassermassen standhalten kann. Der wird bestimmt einfach mit weggerissen. Mist. Mit dir kann ich da schon was abnehmen? Okay, ich kann Der den noch Strumpf. abnehmen. Ja. Oder kann ich da erst, wenn das was da dran ist? Ich kann den ja weder anfunken. Ach, kann Da ich mal scheint ein gucken. Einsatzbefehl drin zu sein. Habe ich ja noch gar nicht Offensichtlich gemacht. gilt für die gesamte Zugfahrt höchste Alarmstufe. Es wird mit dem Einsatz feindlicher terroristischer Elemente gerechnet. Deshalb schreibt der Einsatzbefehl sofortige Meldung aller Unregelmäßigkeiten vor. Offensichtlich bin ich nicht der einzige ungebetene Teilnehmer dieses Ausflugs. Gar nicht gut. Die Wachen werden jetzt bestimmt extrem aufmerksam sein. Hier steht noch was von der Sonderbehandlung der speziellen Gäste. Ob das die Gefangenen sind? Vielleicht finde ich meinen Vater ja wirklich an Bord des Zuges. Ich sollte mich besser beeilen. Genau, ach nee, nein, Quatsch. Anzünden oder Absperrband drumherum, ja, es könnte klappen. Jetzt müsste der Strumpf auch größeren Wassermassen standhalten können. Das reicht doch noch nicht aus. Ja, okay. Ach nee, andersrum. Ja, okay, ich dachte, man könnte das nicht mehr abnehmen. Und die Hand wäre da provisorisch nur. Wobei es ein Absperrband muss da gut halten, wenn die ganze Kacke da Hoffentlich ist durchlaufen der kann, ohne Strumpf dass ein was passiert. Markenprodukt. Sonst war die ganze Mühe umsonst. So, das sollte reichen. War. Der Schlüssel zappelt im Netz. Den Rest, der da auch drin zappelt, ignoriere ich jetzt einfach mal. Nein, nein, nein. Oh, nein. Der Schlüssel zappelt. Strumpf mit Schlüssel und Kacke. Oder Strumpf mit Schlüssel und Scheiße. SSS. Oh. Die kann das doch nicht einfach mit in ihre Tasche nehmen. Oh. Das ist doch ekelhaft. Dann gibt ihr das Ich habe hier Ihren wenigstens. Schlüssel. Ist zwar noch so einiges anderes mit in dem Oh. Strumpf, aber rausholen müssen Sie ihn schon alleine. Sie sind ein Schatz. Nein, wirklich, Sie haben mir echt den Hintern gerettet. Geben Sie mir noch 2 Minuten, dann bin ich hier fertig und wir können endlich los. Und meine Belohnung? Belohnung? Sie haben mir den Hintern gerettet. Reicht Ihnen denn nicht dieses Gefühl, etwas Gutes getan zu haben? Ja, doch, klar, natürlich. Brauchen Sie noch lange? Nein, ich bin gleich soweit, dann kann's losgehen. Ja, schön. Und jetzt der eine Typ hat den doch schon mal von dem Scheißhaus holen wollen. Hi. Hallo, denk dran, ich brauche noch deinen Passierschein. Der Zugführer Abfahrt. ist noch nicht da? Nein. Vielleicht solltest du ihn noch mal ausrufen lassen. Klar, auch wenn ich mir nicht viel davon verspreche. 17 ruft 48, bitte kommen. 448, was geht's? Ruf doch mal unseren Freund den Zugführer aus. Der ist immer noch nicht da. Schon wieder? Ja, ich kann auch nichts dafür. Der Zugführer möge seinen fetten Hintern endlich mal zu seinem Arbeitsplatz bewegen. Und zwar schnell! Hoffen wir mal, dass es was bringt. Ich werde mich dann mal Ja. auf die Suche machen. Viel Glück. So, und wir könnten ja selbst noch mal den ausrufen lassen. Dann wollen wir mal. Hier ist Nummer. Genetischer Code, Hälfte der Chromosomen. 23. Ich rufe Nummer Ja, 48. 48. Bitte kommen. Wer sind Sie?
falschen Frequenz. Machen Sie sofort die Leitung frei, bevor ich Meldung machen muss. Oh, das war wohl nix. Nö. Ein Funkgerät. Auf der Rückseite ist ein Aufkleber mit einer 15 drauf. Ach, ich war ja... Wollen wir. Hier ja. ist 15. Ich rufe Nummer... 48 hat er gerufen, ne? Glaube ich, hoffe ich. 48. Bitte kommen. Hier Zentrale, was gibt's? Tja, was will ich eigentlich genau? Könnte helfen, wenn ich mir mal darüber Gedanken mache. Ach so. Ein Brief? Nein. Zigarette? Nein. Das? Nein. Das? Nein. Oder muss ich das mit irgendetwas verbinden? Um... Irgendwie... Das könnte natürlich funktionieren. Ne, hier auch nicht. So. Vielleicht könnte ich auch funken wegen der Scheiße oder den Eimern. Oh. Und da ist gerade die Aufnahme ausgegangen, weil ich aus der Maus auf den Desktop gekommen bin. Wir dann hatten... Hier ist... Naja, 15, 48. Tja. Und ich weiß nicht, was ich will. Genau. Genau, ich könnte funken wegen dem Müllhammer. Nee. Ich könnte funken wegen Rauchverbot. Wo war ich denn jetzt? Nee, hier wegen dem Badezimmer kann ich auch nicht funken. Genau, das hatte ich ja alles schon. Hier, ich könnte funken wegen Müll. Nee, wegen Ab. Nee. Ich sollte mich besser wieder umziehen. Ja. Oder ich funke hier wegen dem Auto? Nein. Ich funke hier wegen. Auch nicht. Kann Yushin was machen? Huhu, ich bin's wieder. Hi. Kann ich Sie noch was fragen? Klar, jederzeit. Mir ist sowieso langweilig. Die beiden Männer, mit denen Sie hergekommen sind. Psst, über die redet man besser nur hinter vorgehaltener Hand. Oder noch besser, gar nicht. Oh, okay. Die sind vom Geheimdienst, oder? Können Sie schweigen? Ja, klar. Gut, ich auch. Okay, hab's kapiert. Aber Sie können mir doch zumindest sagen, wie die beiden heißen, oder? Wenn Sie mich dann mit dem Thema in Ruhe lassen? Versprochen. Gut. Fetisov und Radenko. Und wer ist wer? Ich habe mein Versprechen gehalten und lassen Sie mich damit in Ruhe. Wenn Ihnen Ihre Gesundheit egal sein sollte, meine ist mir wichtig. Ja. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Aber jetzt könnte ich... Nee, ich könnte auch wenn nicht. Ich mich schon als Funk... Ach ja, das könnte ich. Sollte ich, wenn schon dort machen, wo es nicht so dann offensichtlich ist. Dann wollen wir mal. Hier, 5, ich rufe 8 und bitte komm. Ja, ja. Wegen Fetisov und Kalenkov. Zentrale, rufen Sie bitte sofort die beiden Agenten Fetisov und Radenko aus. Sie sollen sich unverzüglich im Frachtabteil am Ende des Zuges beim wachhabenden Soldaten melden. In Ordnung. Vielleicht sollte ich mir nächstes Mal vorher überlegen, was genau ich eigentlich sagen will. Naja, ist ja hoffentlich nochmal gut gegangen. Die kann doch nicht einfach und das sind doch diese... Ach du meine. Ich sollte besser wieder die... Die sexy Uniform anziehen, ja genau. Und, ach Gott, das ist doch... Nein, das kann es doch nicht sein. Das ist einfach so... Es ist das Solotow. Der arme Kerl ist übel zugerichtet. Weil, was ich mir gerade denke... Könnte doch jetzt jederzeit kommen. Trage. Hoffentlich bringen sie den armen Kerl damit noch ins Krankenhaus. Das sieht irgendwie auch wie eine Foltermaßnahme. Ich habe am letzten Samstag das Let's Play von GTA 5 geguckt. Eine Autobatterie. Die angeschlossenen Kabel lassen befürchten, dass Solotow damit Stromschläge versetzt wurden. Da war ja auch diese bei dem von Gronkh, irgendwie Folge 40, keine Ahnung. Und da habe ich auch diese Folter-Sachen-Zeugs gesehen. Rauchen erlaubt? Tja, für Leute vom Geheimdienst gelten wohl in jedem Land andere Regeln als für den Rest der Bevölkerung. Und das ist ja auch das mit dem, ach Gott, Blut, mit der Autobatterie gemacht worden. Oh, das war grauenvoll. Ob das Blut von Solotow stammt? Er scheint keine offenen Wunden zu haben, aber das Blut ist noch frisch. Die Spritze. Völlig zersplitterte Spritzen. Keine Ahnung, was da drin war, aber ich sollte die besser nicht anfassen. Ja, was kann da... Blut, Autobatterie trage? Ja, dann nur noch Solotow selber.
Er atmet noch, aber die scheinen ihm einige Knochen gebrochen zu haben. Außerdem hat er schwere Verbrennungen. Sieht so aus, als sei er mit Stromschocks gefoltert worden. Ich nehme mal seine Hundemarke an mich. Vielleicht kann Sergej ja etwas für seinen aufgeflogenen Informanten tun. Oder hier noch, noch mehr Blut. Ob das Blut von Solotow stammt? Er scheint keine offenen Wunden zu haben, aber das Blut ist noch frisch. Sicher. Das ist Solotows Marke. Dienstgrad Gefreiter. Dienstnummer 31545. Ach, Quatsch. Wenn es nicht gerade einen ganz dringenden Grund gibt, sollte ich mich für die nächste Zeit erstmal aus dem Funkverkehr raushalten. Ach so, fünfstellige Nummer. An was erinnert euch das? Also mich erinnert das an den Code. Das muss ich gerade kritisieren, das ist ja... Ich habe noch nichts rausgefunden, was mich wirklich weiterbringt. Und selbst dieser Sergej kann mir auf die Schnelle wohl nicht mehr helfen, in den Zug zu kommen. Ich bin also erstmal auf mich allein gestellt. Also da muss ich aber gerade sagen, es ist aber ein bisschen hier zu einfach gemacht. Wenn das ist Solotow. 31545. Ein fünfstelliges Zahlenschloss. Das mit reinem Ausprobieren zu knacken, kann ich vergessen. Wenn das... 3, 1, 5, 4, 5. Ob das Schloss nun aufgeht? Das war zu offensichtlich. Wer sagt's denn? Geht doch. Mal reingucken. Da liegt was drin. Ein Passierschein. Das müsste der sein, den ich von Solotow bekommen sollte. Steht sogar mein neuer Name drin. Nina Parkova. Jo. Mein Passierschein. An meinen neuen Namen Nina Parkova könnte ich mich ja noch gewöhnen. An das Foto wohl eher nicht. Hm. Das ist Solotows Marke. Ja. Durchgang. Auch schön, was die Sachen hier sind, aber dann geht's ja jetzt los auf eine Zugfahrt. Wie war nochmal das Lied? Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist schön. Mal rein in die gute Stube und herzlich willkommen an Bord der MS Langeweile auf dem Weg zum Ende der Welt. Verdammt, der Zug fährt los. Was mache ich jetzt? Bislang habe ich noch keinen Hinweis gefunden, ob mein Vater nun an Bord ist oder nicht. Andererseits, wenn ich jetzt nicht weitersuche, werde ich es nie herausfinden. Und eine wirkliche Alternative habe ich ja sowieso nicht. Hoffentlich geht das gut. Und